diesem heutigen Video. Ich zeige euch heute eine Abwurfmethode mit drei Bällen. Und wenn man die Abwurfmethode kann, sieht das Ganze so aus. Ja, wie ihr gesehen habt, man wirft drei Bälle hoch, greift sich dann zwei aus der Luft und dann fängt man zu jonglieren an, wenn der dritte Ball nach unten kommt. Das heißt, drei hochwerfen, zwei greifen und dann anfangen zu jonglieren. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe. Dazu ist einfach zwei Bälle hochzuwerfen und dann den anderen und dann zu jonglieren. Also ich würde euch empfehlen, die Bälle so in die Hand zu nehmen, zwei vorne, einen hinten. Und wie immer rechts in der Mitte, rechten Hand das erste Mal probieren und links in der Mitte, linken Hand. Dann werft ihr die ganzen Bälle hoch. Und dann seht ihr schon, zwei sind oben und einer in der Mitte. Und dann greift den unteren und den linken. Also ich greife den unteren mit der rechten Hand und den aus der linken Seite mit der linken Hand. Und der rechte ist dann der, mit dem ich gleich in der rechten Hand anfange zu jonglieren. Ich hoffe, euch hat der Trick gefallen. Wenn ja, gebt mir doch gerne eine positive Bewertung. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen für neue Videos, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.